So neu wie vor einem Jahr oder vor 2 Jahren ist ja die neue Mittelschule nicht mehr. Ein bisschen was weiß man ja auch in der Öffentlichkeit mittlerweile davon. Insgesamt geht es für Sie und Ihre Kinder um einen großen Schritt, der gemacht wird von der Volksschule, wo eine vertraute Umgebung, vertraute Lehrerin meistens, ein zusammengeschweißtes Kinderteam jetzt abgelöst wird durch doch ein ganz neues System. Egal, wo Ihre Kinder hinkommen, sei es ein Gymnasium, sei es eine Hauptschule, Hauptschule bleiben wir auch, aber wir eben geführt als neue Mittelschule, wo auch immer. Und das ist einerseits mit viel Spannung verbunden und mit viel Freude auch auf das, was Neues kommt. Aber es geht auch was zu Ende, etwas, was nicht wiederholbar ist, was ein für alle Mal vorbei ist, ein großer Schritt. Und Arthur Schnitzler hat schon gesagt, ein Abschied schmerzt immer, auch wenn man sich schon lange darauf freut. Und ich finde, da ist was dran. Einerseits auf zu neuen Ufern und andererseits viel Vertrautes zu verlassen. Dass ich übrigens außer der Begrüßung auch diesen Abend bestreite, hat auch mit Grippe zu tun, weil unsere Schülerberaterin, die Frau Hasibeder, auch ordentlich krank geworden ist. Und andere Kolleginnen, eine heute, Frau Meyerhofer übrigens auch, beim Lego-Wettbewerb bis um 5 am Abend war und den ganzen Tag unterwegs waren und ein anderer Kollege auch krank geworden ist. Also momentan spüren wir es sehr stark, egal welche Grippe es ist, aber wir werden uns sehr bemühen, Sie umfassend zu informieren, so zur Erklärung. Unser Team ist nämlich geschrumpft. Wir sind ja sehr gut betreut im Wissensturm und wir hatten mehrere Mikrofone vorbereitet für die Kolleginnen und Kollegen. Ja, wir zwei werden das hoffentlich sehr umfassend für Sie machen können. Und nachdem ich viele Jahre Schülerberaterin war und das mit großem Herz und auch als Direktorin mich engagiere, auch in diesem Bereich werden wir es hoffentlich Ihnen helfen, egal in welche Richtung, ein Mosaiksteinchen zu liefern, dass Ihre Entscheidung leichter fällt. Und eben wegen dieser Grippe, darum habe ich noch einmal darauf Bezug genommen, hat mir Gelegenheit geboten, noch mehr in den Klassen zu sein, als ich es sonst tue, supplierenderweise. Und da frage ich dann immer die Kinder, wie geht es euch denn? Was könnte man besser machen? Was würde euch noch besser gefallen? Sehr viele fühlen sich sehr wohl. Sehr häufig ist es sogar so, und zwar nach kurzer Zeit, es ist ja noch nicht so lange, ich rede jetzt von den ersten Klassen, und es ist ja noch nicht so lange, dass dieser große Schritt erfolgt ist für jene, die jetzt in die erste Klasse gehen und sagen, es gefällt ihnen gut, und dann nennen sie Dinge, eigentlich sehr nebensächliche Dinge, die sie geändert haben möchten. Wir haben zum Beispiel die Glocke abgeschafft zu den meisten Zeiten. Und manche Kinder sind das noch sehr gewöhnt und sagen, die Glocke soll wieder läuten. Für uns ist es eine sehr angenehme Einführung, für mich auf jeden Fall. Und viele Kolleginnen und Kollegen teilen diese Meinung, weil dieses abrupte Beenden einer Stunde, Falllassen von allem, was einen gerade beschäftigt hat, wegfällt, nicht schlagartig nach der Glocke Lärm im Haus ausbricht, sondern ein fließender Übergang in die Pausen ist und manches geblockt verläuft und mehr Ruhe und mehr Beenden von etwas Angefangenem mit sich bringt. Ja, und dann sagen sie, die Kinder, da kann ich gleich auf meine PowerPoint präsentieren. Ja, bitte, sehr nett. Also die Eltern wollen einmal das Beste für ihr Kind, auf jeden Fall. Und was ist jetzt das Beste für mein Kind? Wir haben sehr häufig einen netten, ganz alten Film gezeigt, der aber immer noch stimmt. Und in dem Film, wohin mit Fritz, mir hat das immer gestört, weil was ist mit der Franziska, wurde beschrieben, worauf Eltern schauen sollen. Und da gehört dann dazu, was ist das Beste für das Kind, wenn
wie geht es mit Mitschülern um? Da kommen wir gleich dann zum Kind. Also einfach einmal schauen, wie selbstständig wird das Kind? Wie kann es schon selber Hausübung machen? Also begleiten ist immer gut, aber wie selbstständig wird ein Kind? Und das sind so Hinweise in die richtige Richtung, das würde dieser Film beschreiben, aber das sind einige dieser Mosaiksteinchen, die ganz allgemein von Bedeutung sind, wie viel sie ihrem Kind jetzt schon zutrauen können. Und im österreichischen Schulsystem ist es immer noch so, dass es sehr durchlässig ist. Das heißt, man muss ja nicht jetzt für alle Zeit eine Entscheidung treffen. Und gerade die neue Mittelschule soll ein Weg dahin sein, manche Atempausen mehr zu haben, als zum Beispiel sofort in einem Gymnasium. Aber ich rede niemandem ab, der sagt, mein Kind ist gut begabt, freut sich aufs Gymnasium und mir wird auch das von der Volksschullehrerin geraten. Also in keiner Weise wollen wir sie heute beeinflussen, sondern wir wollen ihnen einige Impulse liefern und dann natürlich über unseren Standort was erzählen, was das Besondere ist. Ja, und das Kind sagt dann zu mir, ja, jetzt habe ich weiter in die Schule und es ist mir schwer gefallen. Das kann ich nicht sagen. Ich habe es auf lautlos geschrien, aber es hat dieselbe Melodie, darum war ich jetzt irritiert. Der Schulweg ist durchaus anders und zum Schulweg, auf den kommen wir heute ganz bestimmt noch zu sprechen, weil unsere Schule, die Stelzamer Schule, wird eine tolle neue Schule, was aber dazu führt, dass sich der Schulweg verändern wird. Aber da komme ich dann im Verlauf des Abends noch darauf zu sprechen, damit Sie auch da bestens informiert sind, wie es weitergeht. Fest steht, dass Kinder, die jetzt beginnen in der Stelzamer Schule, in spätestens 2 Jahren, davon gehen wir aus, eine wirklich tolle neue Schule mit besonderen, erfüllt dann besondere Anforderungen im Stadtzentrum für die Kinder der neuen Mittelschule bietet. Darauf, wie gesagt, komme ich noch zu sprechen. Und die Kinder sagen ihm dann ja neue Freunde. Ich bemühe mich zwar immer, die Kinder aus der Volksschule, die gemeinsam kommen, in eine Klasse zu geben. Wir gehen auch auf Eltern- und Schülerwünsche gerne ein. Aber es ist schon eine Umstellung. Nicht? So ganz sich neu zu finden, erfordert auch Kraft und Einsatz des Kindes. Die Lehrer natürlich, die vielen Lehrer. Und das beunruhigt ja die Eltern mehr als die Kinder, weil die Kinder finden das ja eher spannend. Die meisten. In der Volksschule kann es ja super sein. Wenn besonders gute Harmonie zwischen Volksschullehrer und Kind ist, dann ist ja was Idealeres gibt es ja nicht. Und unser Bemühen ist es auch, Lehrer möglichst viel in einer Klasse unterrichten zu lassen. Jetzt mehr noch als früher, damit dieses Gefüge in der Klasse besonders eng wird. Und nicht allzu viele Lehrer, obwohl es kommen eine Menge Lehrer zusammen, aber dass die Klassenvorstände viele Stunden in der Klasse unterrichten. Große Irritation hat immer ausgelöst die Leistungsgruppen. In dem Sinn gibt es die Leistungsgruppen nicht mehr. Ich komme später noch einmal darauf zurück. Die Kinder werden einmal nach den Regeln der neuen Mittelschule unterrichtet. Und ein bisschen irritierend für viele ist, neue Mittelschule ist nicht gleich Gymnasium, wobei der Hauptschullehrplan und der des Gymnasiums, des Realgymnasiums, völlig identisch ist. Immer schon. Wortident. Sie können die vergleichen und der Lehrplan hat dieselben Worte. Und bisher mit den Leistungsgruppen war es so, dass Schüler der ersten Leistungsgruppe, die wie mit dem Gymnasium zu bewerten waren, und zweite Leistungsgruppe ja gut, hatten auch die Berechtigungen wie im Gymnasium und jetzt gibt es dann Lernniveaus. Das heißt einmal, zuerst wird einmal alles nach AHS-Lehrplan angeschaut und mit den Eltern zusammen, vor allem auf Elternwunsch, aber da führen wir Gespräche im Interesse des Kindes, damit nicht ein Kind, das in einem Fach eine Schwäche hat, nur negative Leistungen kassiert, wird es in einem Fach möglicherweise nach dem Lehrplan der Hauptschule unterrichtet. Ja, da werden sicher Fragen entstehen und die werden wir dann im Verlauf des Abends noch behandeln. Längere Schultage ist natürlich auch ein Thema.
Das Bildungssystem hat es mit sich gebracht, dass das zwar viel weniger geworden ist. Die Viertklässler haben sich heute beklagt, dass sie am Montag 8 Stunden haben. Habe ich gesagt, das haben sie vor 5 Jahren noch oder vor ein bisschen mehr Jahren an jedem Tag gehabt. Man wusste oft gar nicht, wie man den Stundenplan für die vierten Klassen bewerkstelligen soll, weil wirklich viele Stunden unterrichtet wurden. Und im Zuge von Entrümpelungen, so wird es genannt, ich sage von Sparmaßnahmen, kam es zu Stundenkürzungen, die uns jetzt oft fehlen. Man bemängelt eine große Leseschwäche der Kinder. Wenn wir heute eine Stunde mehr hätten, könnte man noch mehr lesen. Mir tut es leid, dass viele Stunden weggekommen sind, die durchaus Sinn gemacht haben. Und diesbezüglich ist der Stundenplan länger als in der Volksschule, aber lange nicht so lang, wie es noch vor einigen Jahren war. Nachmittagsbetreuung ist ein großes Thema, ist unmittelbar mit neuer Mittelschule verbunden, dass die Möglichkeit bestehen soll, dass Kinder, die das möchten, beziehungsweise deren Eltern es möchten, Nachmittagsbetreuung in Anspruch nehmen können, auch mit Mittagessen. Auf die Nachmittagsbetreuung gehe ich zum Schluss noch ganz genau ein, um Ihnen zu erzählen, wie das bei uns läuft. An sich haben wir einen Riesenzulauf, eine enorme Entwicklung, hochmotiviertes und engagiertes Lehrerteam. Wir geraten zwar an unsere Grenzen der Belastbarkeit, die ganz gezielt mit den Kindern üben. Und es führt tatsächlich dazu, dass die Kinder besser abschneiden, deutlich besser. Und es ist, macht schon Spaß, wenn man durchs Haus geht und sie die Kinder dann selber prüfen und motiviert sind, schulische Leistungen, nicht ohne Druck. Also es ist schon so, dass man das einfordern muss. Aber sie freuen sich dann über gute Ergebnisse. Also bei uns ist es nicht so, wie in den Medien immer steht, dass Lernen nur Spaß macht. Bei uns ist Lernen wie Training und ein Training macht auch nicht immer Spaß. Aber man hat ein Ziel als Sportler, wenn ich trainiere, das ich erreichen möchte und so sehen wir auch Lernen. Und ich plädiere auch immer dafür, dass wir ein Fundament an Wissen schaffen und nicht schon ihre Kinder mit 10 Jahren einfach suchen lassen, was Spaß macht. Das entsteht auch. Aber wir arbeiten daran, ein Fundament zu schaffen, weil was man nicht kennt, kann ich auch nicht auswählen. Daher möchten wir mal Gelegenheit geben, vieles kennenzulernen, ein Fundament an allgemeinem Wissen zu schaffen, um besser auswählen zu können. Ja. Eltern sind oft, wie ich schon gesagt habe, mehr verunsichert, wie es weitergeht und beunruhigt. Und jeder Satz, den das Kind sagt, führt zu großer Verunsicherung. Ich lade immer sehr dazu ein, wenn solche Verunsicherungen auftauchen, sofort die Gespräche zu suchen mit den Lehrern, mit mir, dort, wo es halt Unsicherheit erzeugt. Weil dann ist es sehr schnell kein so großes Problem mehr. Für sie ist es ja viel schwieriger. Sie sind ja nicht den ganzen Tag dabei. Und so subjektive Bilder, die zu Hause erzählt werden, führen zwangsläufig zu einer gewissen Unsicherheit. Aber bitte, egal wo Ihr Kind hingehen wird, scheuen Sie sich nicht, Kontakt zu pflegen, ist ganz was Wertvolles. Und viele Unsicherheiten können auf diese Art und Weise schnell bereinigt werden. Das ist auch eine Form, wie man Kinder begleiten kann. Ich lade Sie ein, Informationsveranstaltungen zu besuchen, so wie heute da, durchaus an anderen Schulen, wo was angeboten wird, Tag der offenen Tür, und gehen Sie mit Ihren Kindern hin. Und wenn man gleichwertige Schulen hat, dann hilft doch oft auch das Gefühl mit, sich richtig zu entscheiden. Manchmal sagen die Kinder dann, da möchte ich hergehen. Hoffentlich nicht nur wegen der Freunde. Natürlich spielt das immer eine Rolle. Manche Leute studieren das, weil die Freunde das auch machen. Mit wenig Begeisterung im späteren beruflichen Leben. Aber letztlich ist auch das eine Entscheidungshilfe. Da müssen wir ihnen noch helfen, weil unser Gebäude nächstes Jahr eben nicht zur Verfügung steht. Aber wir werden Gelegenheit haben, alle, die Interesse haben, ihre Kinder zu uns zu schicken, bei einem Abschlussfest von diesem Gebäude im Anschluss daran auch die neue Wirkungsstätte kennenzulernen, die auch Vorteile
bietet nicht nur Veränderung des Schulweges. Manche Kinder haben es sogar einfacher. Also grundsätzlich bleibt es dabei, was bisher war. Das System wurde erweitert. Volksschule, dann Hauptschule oder Gymnasium mit der zusätzlichen Möglichkeit der neuen Mittelschule. Und wenn wir gefragt werden, was ist denn jetzt die neue Mittelschule, dann erarbeiten wir uns das zum Teil auch erst. Aber die neue Mittelschule kennzeichnet vor allem eine neue Lernkultur, ein individuelles Förderprogramm, um ihren Kindern möglichst gut gerecht zu werden. Befassen wir uns intensiv im Bereich Lernen mit ihren Kindern. Ich habe da eine ganz bestens ausgebildete Kollegin mit einem ganz großen Engagement und da gibt es dann so Schlagworte wie EVA und COSO. Frau Meierhofer, darf ich Ihnen nochmal? Ja. Ja, erstmals herzlichen Grüß Gott. Also wir lernen jetzt vor allem in den ersten Klassen nach EVA. EVA heißt eigenverantwortliches Arbeiten. Gibt ein ähnliches Schlagwort dazu, das heißt SEM, das heißt Schüleraktivierung durch Methodenkompetenz. Da ist es wirklich vorrangig, den Schülern Lesen beizubringen, Lesen in allen Varianten, ihnen beizubringen, wo, wie und warum man etwas nachschlagen muss, egal ob im Buch oder im Internet, und die diversen Arbeitsformen beizubringen. Arbeiten im Team ist ganz was Großes, arbeiten einzeln und dann vergleichen und schlussendlich läuft die Arbeitsform immer zusammen in einer Präsentation. Sie werden dann schon ab der ersten angehalten, ihre Arbeiten zunächst einmal in einer kleinen Gruppe vorzustellen und schlussendlich auch die Scheu zu verlieren und vor einem größeren Publikum zu reden, was ja auch zukunftsträchtiger ist. Das Zweite, was wir machen, ist schwerpunktmäßig COSO, das heißt Kommunikation und soziale Kompetenz, wo sie Handwerkzeug kriegen in Konfliktmanagement, wie löse ich Streitigkeiten, in Umgangsformen, wie stelle ich richtige Fragen, wem kann ich welche Fragen stellen, also auch in Distanz bzw. im Umgang mit Höflichkeit zu agieren. Und das Dritte, was wir so in dem Bereich machen, ist dann spezielles Training für Mädchen wie auch für Burschen, wo sie sich auch als Gruppe, als einheitliche Gruppe kennenlernen, sagen wir so, kennenlernen. Das sind so die sozialen Schwerpunkte und auch die Lernformen, die uns jetzt so in der neuen Mittelschule begleiten und die schwerpunktmäßig ausgeführt werden. Das ist einmal was so neue Mittelschule ist, was so grundsätzlich in der neuen Mittelschule neu sein soll. Eine neue Form des Lernens. Mit sehr viel Eigenverantwortung, aber in einem geordneten Rahmen. Also das ist nicht so, heute suchen wir das und jetzt geht es lustig zu und wir machen Rambazamba. Das ist nicht gemeint. Also ein entsprechender Ordnungsrahmen gehört dazu, damit man in einer guten Umgebung gut lernen kann. Und der ganz große Druck, den wollen wir den Kindern auch nehmen. Und es gibt Noten, also wir bekennen uns auch zu Noten, wir behalten die Noten auch bei. Allerdings gibt es zusätzlich zweimal im Jahr die Gelegenheit zu einer verbalen Beurteilung, sei es mündlich, bei einem Elternsprechtag, schriftlich, wo sie darüber hinaus über die Note Informationen für ihre Kinder bekommen. Und in diesen Klassen gibt es keine Leistungsgruppen, aber in den Hauptgegenständen, und das werden wir auch in Zukunft beibehalten, unterrichtet eben ein AHS-Lehrer von 4 Stunden immer 2 Stunden AHS-Lehrer und fördert die Kinder zuerst miteinander und wenn sich dann Gruppen entwickeln, die unterschiedliche Angebote bekommen sollen aufgrund ihrer unterschiedlichen Begabungen, gibt es dann auch zum Teil jedenfalls Gruppenteilungen. Und
Kunstlos. Und zu den Gruppenteilungen. Ja, die Gruppenteilungen werden so abgehalten, also grundsätzlich erste Klasse wird eher im Klassenverband unterrichtet, im Team. Erst ab Semester wird Begabtenförderung und Begabtenförderung in alle Richtungen angeboten. Das heißt, von Schwachbegabten, die mehr Betreuung brauchen, bis zu besser Begabten, Interessierteren, die mehr Anreiz brauchen, schwerere Beispiele brauchen, wird dann das Angebot ab Semester erweitert und irgendwo gesplittet auch in den Gruppen. So wird das gehandhabt. Grundsätzlich wird in den ersten Klassen gibt es noch nicht die Möglichkeit, dass man sagt, also vom Gesetz her, dass man sagt, ich möchte schon, dass einen schwächen Hauptschullehrplan haben, ich möchte schon die Note nach Hauptschule haben. Da gehört immer ein Gespräch dazu und da gehören auch gewisse Fördermaßnahmen dazu. Das ist Fördermaßnahmen unsererseits, dass wir einfach Stunden anbieten in Form von Förderstunden oder von zusätzlichem Material oder speziellen Fördermaßnahmen, die individuell mit den Eltern ausgemacht werden. Also es kann sein, dass man ein Buch empfiehlt, was zusätzlich ergänzt, bis hin vielleicht einmal ein kurzzeitiger Besuch von einer Nachmittagsbetreuung, dass einfach sich das Art des Hausübungsmachens, die Form des Hausübungsmachens einspielt. Ja, und jetzt ist die Aufgabe der Hauptschule bisher schon gewesen, mehr als das Gymnasium. Das Gymnasium ist in aller Regel eine Langform, die einfach zur Matura führt. Und das Wesen der Hauptschule ist es einmal, diese Allgemeinbildung zu vermitteln, wie in einem Gymnasium bis zur vierten Klasse, aber darüber hinaus eine Basis für die Berufsausbildung zu bieten. Und deshalb sind sehr viele Hauptschüler, gehen ja in berufsbildende Schulen. Und wir haben immer schon, viele von Ihnen wissen es vielleicht, einen technischen Schwerpunkt gehabt. Und diesen allgemeinen Bildungsauftrag wollen wir natürlich erfüllen, können wir auch vielleicht jetzt noch ein bisschen besser durch die Einbindung der Mittelschullehrer. Die staunen allerdings über unsere große Bereitschaft und das Vorleben der Teamarbeit und den enormen Einsatz, der seitens der Lehrer in den Pflichtschulen geleistet wird. Nicht, dass die AHS-Lehrer weniger machen, aber es ist das Lernen, wie wir es schon beschrieben haben, durchaus ein bisschen etwas anderes. Und eben dann aufs berufsbildende Schulen vorzubereiten. Und wir haben unseren technischen Schwerpunkt, den wir viele Jahre erfolgreich geführt haben, den wollen wir sichern, verbessern. Und Frau Mayrhofer wird Ihnen jetzt dann ausführen, was so die besonderen Schwerpunkte an unserem Standort sind. Wir haben also diesen technischen Schwerpunkt mit den Inhalten in der neuen Mittelschule untergebracht, arbeiten mit der Paul Hahn HTL zusammen. Ja, wir arbeiten mit der HTL Paul-Hahn-Straße zusammen. Wir haben auch von dort unsere literarischen Lehrer, die uns ergänzen oder wir sie ergänzen. Wir sehen das sehr offen. Es ist so, dass das unseren technischen Zweig doch bereichert. Es hat uns auch auf Formen und Inhalte des Unterrichts gebracht, die dort sehr wohl weiterhelfen können, aber natürlich auch offen sind für eine wirtschaftliche Richtung oder für einen Lehrberuf. So wird es Veränderungen geben. In der ersten Klasse wird es schwerpunktmäßig eher Informatik geben. Informatik als Computer, als Werkzeug, ein bisschen Programmieren. Ich komme gerade von der Lego League, also wir haben da heute ein starkes Team gestellt. In der ersten Klasse gibt es Einführung in Physik.
das nicht ganz so technisch ist, gibt es auch dann Geschichte, was nicht so üblich ist im Vergleich zu anderen Schulen. Einfach aus der Idee heraus, die Kinder sind Sachunterricht gewöhnt und sehr interessiert, was wir von der Volksschule als Rückmeldung haben. Und daher die Fächer nicht irgendwo ein Jahr auszusetzen, sondern gleich fortzuführen. Den Bonus des Interesses vom Kind einfach zu nützen. Weiters in der zweiten Klasse haben wir dann eher schwerpunktmäßig Geometrie, darstellendes Zeichnen, Vorstellungsvermögen. Da gibt es eben geometrisches Gestalten, diese Mischung aus BE, also bildnerische Erziehung und geometrischem Zeichnen und geometrischem Zeichnen an und für sich, wo schwerpunktmäßig der Teil der Mathematik rausgenommen wird, der sich mit Konstruktionen beschäftigt. Und natürlich weiterführende Informatik. In der dritten Klasse ist dann Informatik so angeboten, dass die Möglichkeit besteht, schon Teilkurse für den ECDL zu absolvieren. Es wird nicht verbindlich sein, sondern es wird das Angebot geben. Kinder können sich je nach Lernumfang und Belastbarkeit aussuchen, ob sie da intensiver einsteigen möchten. Und was es da neu ist, ist das naturwissenschaftliche Praktikum. Das naturwissenschaftliche Praktikum ist eher ein Laborunterricht, wo sich mit physikalischen, biologischen und chemischen Versuchen einfach mit den Naturgesetzen auseinandergesetzt wird. Hierzu stehen uns dann auch die Werkstätten der HTL zur Verfügung, die wir da auch, falls es dort der Unterricht zulässt, also das muss da immer genau koordiniert werden, nützen können. Und in der dritten Klasse kommt dann das Kaufmännische dazu, das kaufmännische Rechnen. Kennen Sie schon aus dem Mathematikunterricht, das ist das Prozentrechnen, das einfach hier vertieft wird und von der anderen Seite angeschaut wird, nämlich von einer buchhalterischen Seite, was sind Einnahmen, was sind Ausgaben, dann Konsumentengrundlagen, wie schaue ich mir einen Kredit an, wie fülle ich Erlagscheine aus. Also die kaufmännischen Rechnen und kaufmännische Grundlagen beginnen in der dritten Klasse, sodass die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, beide Richtungen kennenzulernen. Einerseits eine kaufmännisch orientierte, andererseits eine technische Richtung. Hier müssen Sie auch noch nicht irgendwie wählen, sondern einfach das Hineinschnuppern in beide Richtungen und können Sie dann im Anschluss noch in die dritte Klasse für sich entscheiden, was für Sie das Richtige und das Beste ist. In der vierten Klasse ist es dann zu wählen, nämlich entweder die kaufmännischen Grundlagen oder ich mache weiter mit dem naturwissenschaftlichen Praktikum. Das wird jetzt eher schwerpunktmäßig eher dann in die Chemie gehen, eher in die Physik gehen, in angewandte Physik, einfach als guter Start dann für technische Berufe, für technische Schwerpunktrichtungen. Und was da dann dazu kommt, ist alles Angewandte, was wir noch nicht so vertieft haben im Lehrplan der Hauptschule, im Lehrplan der Unterstufe, angewandte Mathematik, Verbindung zwischen Physik und Mathematik, angewandte Informatik, das heißt Mathematik mit PC, vorwiegend Excel, vorwiegend Programmieren. Und die Sprache kriegt in der vierten Klasse einen ganz hohen Stellenwert, nämlich die Fachsprache. Die Fachsprache im Bereich Deutsch und die Fachsprache im Bereich Englisch. Das heißt, wie lese ich, wie schreibe ich Bedienungsanleitungen, wie bezeichne ich Gegenstände des technischen Alltages, des kaufmännischen Alltages in Englisch, wie führe ich Bewerbungsgespräche beziehungsweise wie halte ich einen Vortrag? Ja, auch im Gebiet dieser Schwerpunkte entwickeln wir uns weiter und je nachdem, welche Lehrer in welchem Team sind, wird unterschiedliches angeboten. Wie Frau Meyerhofer schon gesagt hat, wenn Englischlehrer in die Klasse führen, haben wir auch ab und zu bilingual manche Fächer, zum Beispiel Biologie,
unten. Und ja, ja, ist eh nicht viel Möglichkeit, dass man ein Knöpfchen drückt und man findet es ja gar nicht so leicht, aber es ist gelungen, danke. Wir haben da perfekte Betreuung. Ja, also es hängt auch immer vom Lehrerteam ab. Das Lehrerteam findet sich so gut es geht auch selber und die ergänzen einander dann. Unsere Schüler werden gerne in berufsbildenden Schulen genommen. Obwohl in der Stadt sagt man oft, die Kinder der Hauptschulen hätten Defizite. Wir bemühen uns um wirklich ein gutes Niveau. Es war gestern ein Schüler aus der ehemaligen Klasse, also einige Schüler aus der Klasse von der Frau Meierhofer da, die sich wirklich unendlich um die Klasse bemüht hat. Und die Kinder, die es zum damaligen Zeitpunkt nicht alles eingesehen haben, die jetzt zum Beispiel gesagt haben, das ist super, dass wir kaufmännische Grundlagen haben. Wir kennen uns aus und der Lehrer hat sogar gesagt, wir können das die anderen erklären. Oder dass sie überhaupt kommen und sagen, wir haben Schnuppern, waren wir. Und die haben gesagt, ja, stolz haben wir schon, die Kinder nehmen wir gern, sind wir schon stolz drauf. Das heißt jetzt wirklich, dass überall mit großem Einsatz gearbeitet wird. Das möchte ich wirklich unterstreichen. Aber wir freuen uns natürlich über Rückmeldungen, dass unsere Kinder, unsere sind es dann zeitweise auch, nicht nur ihre, sich gut bewähren. Und das macht schon Spaß. Also, und wenn es noch so eilig ist und man hört es dann, dann hat man doch ein paar Sekündchen mehr, aus dem Alltag sich zu lösen und ein bisschen hinzuhören und die Kinder natürlich zu begleiten und ihnen zu vermitteln, dass wir uns freuen, wenn sie uns auch an ihrem zukünftigen Weg teilhaben lassen. Und da haben wir wirklich ausgezeichnete Absolventen mittlerweile auch der Hochschule, also eh die ganze Zeit schon in allen Sparten. Und es steht ihnen wirklich alles offen. Wir sind halt kein typisch sprachlicher Zweig mit einer weiteren Fremdsprache. Es hat eben das eher naturwissenschaftliche Element Bedeutung bei uns. Ja, wir haben gesagt, den Film, der so Impulse über unser Schulleben bietet, den heben wir uns zum Schluss auf. Der hätte auch gut dazwischen gepasst, aber ich glaube, da wird auf sehr angenehme Art und Weise, das ist ein Film, den der Herr Roschitz gemacht hat. Wir haben Begabungen aller Orten. Kommt gleich nochmal der Tag der offenen Tür. Das ist dann noch einmal ein eindrucksvolles Ereignis, das auch von den Lehrern bestens organisiert wird. Diese Impulse. Aber ich denke mal, jetzt sage ich zuerst noch zur Nachmittagsbetreuung was, damit sie darüber auch etwas wissen. Und dann vorher soll natürlich unbedingt Gelegenheit sein, auf ihre Fragen einzugehen. Ja, Nachmittagsbetreuung. Ist ein enormer Zulauf zu verzeichnen. Einerseits sind Kinder einfach gut aufgehoben und wir geraten schon noch an die Grenzen und die Bedingungen sind nicht immer optimal und trotzdem gehen die Kinder eigentlich recht gern. Das ist möglich, wenn es im Stundenplan notwendig ist, ab der 5. Einheit. In der 6. Einheit gehen wir, wenn es heuer ist es noch so, dass wir mit den Kindern beim Stadion oben beim Heimbauverein Essen. Mittlerweile ist das Essen auch vom Magistrat unterstützt und sozial gestaffelt. Da arbeiten wir aber gerade mit unserem individuellen System daran, dass das auch heuer wieder praktikabel ist. Also wenn die Kinder das wollen, es kostet momentan 4 € oder weniger. Kinder, die gut, also wo zum Beispiel die sogenannten F-Schüler zahlen zum Teil fast gar nichts jetzt durch diese Förderung. Andere eben höchstens 4 €. Und die können auch tageweise gewählt werden, müssen nicht an jedem Tag. Am Freitag wird in der 6. Einheit mit den Kindern gekocht. Das hat löst große Begeisterung aus. Und da haben wir wirklich ganz entzückende Episoden schon gehabt, weil die Kollegin, die das übernimmt und mit den Kindern kocht, ich frage mich, wo es die Ruhe hernimmt. Man isst auch miteinander. Sie kochen, sie räumen auch zusammen. Ich höre keine großen Klagen. Lehrer und unser Oberschulwart, alle kündigen sich an, dass sie mitessen möchten. Und vor kurzem sind Kinder gekommen und haben gesagt, Frau Direktor, wollen Sie was essen? Da habe ich gesagt, eine ganz kleine Portion. Und dann hat er gesagt, wollen Sie scharf? Die haben indisch gekocht. Da habe ich gesagt, wie scharf? Hat er gesagt, sehr scharf. Da habe ich gesagt, nein, nicht ganz so scharf. Hast du schon gekostet? Ich habe gekostet. Und hast du dann Wasser getrunken? Ich hab's gemacht. Und dann ist er gekommen mit so einem kleinen, wie heißen die scharfen Dinger?
Und da hat er gesagt, wollen Sie probieren? Habe ich gesagt, nein. Hat er gesagt, das ist ein Hundling. Ich habe wirklich so einen Stress gehabt, aber das war so eine nette, amüsante, die sind voller Freude, kommen sie daher, die kochen quer durch sehr multikulturell. Also alles. Und sie essen es gern und es ist ein Mordstrara und das machen wir selber. Also kann ich meine Lehrer nur danken, weil das ist ein Miteinanderessen ist ja was Feines, finde ich. Wenn man das wieder, diese Kultur des Miteinanderessens auf diese Art und Weise ganz besonders fördern, wo man miteinander zusammenrammt und kocht und werkt, kaufen auch miteinander ein. Ja, an den anderen Tagen gehen wir essen, schmeckt da und wir sind nicht im Haus. Das ist ja gar kein so großer Nachteil, auch wenn es für uns eine ganz schöne Herausforderung, eine organisatorische ist. Und dann gibt es Lernangebote. Da werden die Schüler im Haus verteilt. Sie müssen dann einen sogenannten Terminplaner führen, wo alles, was zu machen ist, drinnen steht und dann streng kontrolliert wird, ob das schon erledigt ist und im Anschluss daran eigentlich erst, also es werden Hausübungen gemacht, da schauen wir wirklich, wir haben ein ganz unterschiedliches Team mit allen Fächern zur Verfügung und die Kinder verbessern sich radikal oft. Also das ist wirklich ganz erstaunlich. Ich glaube, Frau Meyerhofer, Sie können das bestätigen. Ja. Wenn es brennt, kommen sie auch selber. Ich habe jetzt erst in der vierten ein Mädchen gehabt, wo es momentan nicht gut läuft und wo dringender Handlungsbedarf ist, und die ist heute selber gekommen, ich mir dachte, ich traue meinen Ohren und Augen nicht, weil ich habe das gar nicht nahegelegt. Aber sie erkennen die Chance dieser Betreuung, die ist nicht immer lustig, aber je mehr sie Erfolg haben, umso lustiger wird es. Und dann gibt es natürlich Wurzeln und Tischtennis, Wettbewerbe und ja, alles Mögliche. Basteln, und es steht dann auch manches, was danach kommt. Es wird eben gemeinsam gelernt, die ersten Einheiten, damit sie zu Hause, es ist nicht verboten, dass man zu Hause auch was macht und es wird zum Teil auch notwendig sein, aber dann gibt es sportliche Aktivitäten, gebastelt wird, hinausgelaufen wird und manchmal sage ich einfach, geht's einmal eine Runde, damit es ein bisschen Luft kriegt. Ja, wie gesagt, Essen, Nachmittagsbetreuung dauert bis 16 Uhr und ist sehr regelmäßig, ganz wenige Tage, wo wir zeitgerecht bekannt geben, dass keine Nachmittagsbetreuung stattfindet, weil alle Lehrer in irgendeiner Weise anders beschäftigt sind und das machen vorwiegend die Lehrer der eigenen Schule. Und jetzt muss ich unbedingt noch was dazu sagen, wie es nächstes Jahr ist. Wie gesagt, wir kriegen wirklich eine tolle neue Schule mit zwei Turnsälen, weil dort herrscht die Not auch ganz besonders. In einem gesunden Geist. Ein gesunder Geist ohne gesunden Körper geht ja nicht. Also Bewegung und Lernen ist eine Einheit. Und darum war das so ein Auslöser, einer der Auslöser, dass wir einfach hinten und vorne keinen Platz haben und irgendwo hingehen. Das heißt, es wird aufgestockt, das Beste weggerissen, Sie werden die Schule, schauen Sie sich das heuer nochmal an, weil so werden Sie sie nicht mehr sehen im nächsten Jahr. Und dann werden wir in der Spauenstraße sein. Dort gibt es jetzt schon eine Bleibe für eine Berufsschule, die auch einen Neubau bekommt und die fühlen sich dort sehr wohl. Die Schule wird so adaptiert, dass ordentlich ist, dass neu ausgemalt ist, je nach Bedarf mit Containern ergänzt. Die Gegend dort ist herzig. Für mich ist es ungut, weil ich weiter vorne muss, aber die Gegend ist nett. Es ist viel grün, man hört Vogel zwitschern, man hat nebenbei einen Spielplatz und man hat Wasserwald, also es gibt andere Qualitäten als da. Für viele Kinder, die aus dem Süden kommen, ist auch nicht weiter. Wir werden alles organisieren, dass es einfach wird, dass wir, dort steigt man bei der Föstkreuzung aus und dann ist so parallel ein bisschen zum Spallerhof hinauf 10 Minuten zu gehen. Aber gerade in der Früh werden wir dafür sorgen, dass die kleinen Busse ergänzt werden. Ja, und dann werden wir dort der Zeit gemeinsam verbringen mit aller Qualität, die wir uns vorstellen. Und da wird jetzt schon daran gearbeitet. Wir sind sehr gefordert. Ich habe ein Team, das ist sensationell, muss ich wirklich sagen. Wir bemühen uns, Neue Mittelschule bestens zu bewältigen und alle anderen Schwerpunkte, die wir bisher haben. Wir sind sehr eingebunden in diesen Neubau, damit er wirklich Anforderungen der Schule auch entspricht. Wir dürfen sehr viel mitreden. Das fordert uns aber auch. Wir klappern Schulen ab, fotografieren, schreiben Listen, messen Zimmer aus, bringen Vorschläge ein und dürfen das auch. Und wir müssen jetzt diese Übergangszeit qualitativ hochwertig auch planen. Dürfen das und tun es auch, damit die Qualität erhalten bleibt. Lassen Sie sich nicht abschrecken, wann der Weg ein anderer ist. In der Stadt darf das sowieso keine Rolle spielen, weil es sind ein paar Stationen in die eine oder andere Richtung weiter. Ich werde wahrscheinlich dafür sorgen,
dass der Beginn, der Unterrichtsbeginn, der jetzt um 7.45 Uhr ist, um 8 Uhr ist, damit wir alle ein bisschen mehr Spielraum haben. Manche Dinge werden sich verbessern, sportliche Aktivitäten und auch das Mittagessen wird sicher sogar einfacher zu organisieren sein. Und sonst, ja, arbeiten wir daran, dass es bestens funktioniert.